Hallo, heute lasse ich dich einen kleinen Blick in mein Zimmer machen. Schau mal, da ist diese handgeschnitzte Marienfigur aus den Philippinen. Die habe ich 1984 bei meinem allerersten Besuch in St. Gabriel, das ist unser Ordenshaus in Mödling, geschenkt bekommen. Und Jahre später hat Pater Rudi mir dann verraten: Weißt du, ich habe sie dir deswegen so leichten Herzens gleich beim ersten Mal mitgegeben, weil ich gewusst habe, die kommt wieder ins Haus. Weil du wirst bei uns eintreten und du hast deine Berufung. So erinnert mich diese Marienfigur an daran, wie Gott mich begleitet hat auf meinem Weg, auf meiner Suche nach der Berufung. Und ich glaube, er hat mich gut begleitet. Dieser vierte Sonntag der Osterzeit wird auch Sonntag vom guten Hirten genannt. Und Jesus vergleicht sich im Evangelium heute auch mit der Tür, durch die alle in aller Freiheit ein- und austreten können, die auf seine Stimme hören und die da auf zur Fülle hinfinden können. Der gute Hirt als Figur bedeutet für mich, wenn ich auf Jesus wie einen guten Freund höre, wie einem Hirten nachgehe, wenn ich versuche herauszubekommen, was er für mein Leben will, dann werde ich zur Fülle finden. Denn er wird mich anspornen, all meine Talente, die Gott in mir grundgelegt hat, zu verwirklichen. Deswegen wird dieser Sonntag auch der Berufung gewidmet. Berufung heißt ja, hinhören auf Gott, was er von mir will, hineinspüren und versuchen, sich von ihm leiten zu lassen, damit ich dadurch zu dieser Lebensverwirklichung und zu dieser Fülle finde. Da gibt es eben dann auch noch die besondere Berufung, die geistliche Berufung, die darin besteht, dass dass Menschen versuchen, anderen zu dieser Christusbeziehung zu verhelfen, damit sie aus dieser Beziehung mit Christus die Lebenserfüllung finden können. Und so wünsche ich heute an diesem vierten Sonntag der Osterzeit euch vor allem auch, dass ihr euch leiten lassen könnt, wie von einem guten Freund zur Fülle zu finden. Und am Schluss noch ein kurzes Wort. Wie geht es weiter in 2 Wochen mit den Gottesdiensten? Dadurch, dass jetzt mehr Leute in die Kirche dürfen, ist es nicht notwendig, dass wir mit einer Voranmeldung arbeiten. Aber es wird notwendig sein, am Sonntagvormittag vor allem bei diesen Gottesdiensten, wo mehr Leute sind, dass die einen oder anderen auch ausweichen, zum Beispiel Sonntagvorabend oder an einem Werktagsgottesdienst. Aber mehr werde ich hoffentlich dann schon in der nächsten Woche verraten können, wenn wir selber mehr wissen. Eins ist mir wichtig, lassen wir uns von der Maskenpflicht, die jetzt einige abschreckt, nicht die Freude verderben. In diesem Sinn, einen schönen, gesegneten Sonntag.